Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das Video wird natürlich wieder von OneFootball unterstützt. Link zur App findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, Friseurbesuch müsste mal die kommenden Tage auf jeden Fall mal her. Haare sind zu lang. Was machen wir heute? Wir haben einige Packs noch hier vor uns, die wir aufmachen können. Gute Packs beim Goldspielerset. 50k-Pack, 55k-Pack, Mega-Packs. Da können wir ein bisschen was ziehen. Hauptsächlich geht es aber darum, dass wir heute wieder eine kleine Teambesprechung machen, was ihr vielleicht nächste Weekend nicht sehen wollt. Und ich weiß nicht, ob ich einen Swapper-Link reinhauen werde. Ich denke schon. Ansonsten könnt ihr natürlich unten in den Kommentarbereich einfach schreiben, worauf ihr Bock habt und mir einen Kommentar seht, was euch gefällt. Dann liked es einfach nach oben. So, erste Entscheidung ist, sollen wir Reus behalten? Ja, je nachdem, wie viele dafür abstimmen, werden wir Reus behalten, weil Reus war wirklich sehr gut gefallen. Wer mir nicht so gut gefallen hat, und den werde ich wahrscheinlich auch rausholen, ist Havertz. Also auf die Bank auf jeden Fall. Damit auch einerseits frischen Wind mal wieder reinkommt und ja, der hat mir wieder die letzten Wochen nicht so mega gefallen. Ich habe mir noch Firmino gemacht, nach einem Tipp von Steven. Ja. Soll eigentlich ganz gut sein, werde ich dann einbauen und ja, dann würde ich sagen, hier unten habt ihr die alten, bekannten Gesichter von letzter Woche. Modric, Cruyff, Henri, Aguero, Suarez, Benzema, Werner, Eriksen, Jovic, Ibrahimovic und ein Spieler, den ich unbedingt eigentlich auch testen möchte, weil er soll anscheinend mega gut sein in Volleys, Ben Yedder. Also auf den hätte ich schon richtig Bock, wenn ich ehrlich bin. Ben Yedder soll richtig gut sein. Und kostet auch nicht so viel, 1,2 Millionen. Wenn ihr Bock drauf habt, entscheidet mal mit. Weil theoretisch könnten wir Reus behalten und Ben Yedder könnten wir auch irgendwie hier einbauen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Wird schon irgendwie gehen. Ja, guckt da unten mal die Spiele an und stimmt mit, worauf ihr Bock habt am Wochenende. Für diejenigen, die halt wirklich immer viel Streams gucken von mir, ist das natürlich wichtig. Dass er mit abstimmt, wer da reinkommt und nicht später sagt, ey, warum kam der rein? Eine andere Option wäre dieses Team. Der Philipp Anders kam jetzt als Ligen-SBC-Karte dazu. Sieht sau nice aus, muss ich sagen. Hätte ich auch Bock, den zu testen. Der sieht echt nice aus. Und Alexandrini werde ich mir natürlich noch erspielen. Auch eine geile Karte. Habe ich auch Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Warum nicht? Und dann könnten wir eigentlich mit den Münzen, die wir jetzt freisetzen, Optimus Prime Eusebio holen, ja? Wäre auch eine gute Idee. Wie auch beim ersten Team. Notfalls könnte ich da auch Van Dijk und Trent Alexander-Arnold verkaufen. Weil ich habe jetzt mit David Lewis und Kyle Walker gespielt. Die sind eigentlich auch ganz decent. Und Neto war auch ganz gut. Also im Team für diejenigen, die fragen. Wie gesagt, Reus hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nur Lacazette, ja, weiß nicht. Er war okay, war stark. Also sein Powerschuss war sehr, sehr nice. Passspiel ist wirklich sehr, sehr schlecht aufgefallen. Ich muss sagen, sein Passspiel war wie bei Cristiano Ronaldo. Da kam oft der Ball nicht an. Also Ballannahme war auch manchmal problematisch. Ansonsten war der eigentlich ganz, ganz okay, ganz decent, aber ja, nicht auf ein Eusebio oder Reus-Level. Reus, ja, hätte ich eigentlich Bock, noch eine Woche zu spielen, aber ihr entscheidet, weil wir haben ja auch nicht mehr so viele Weekend-Leagues übrig, wo wir, ja, die Spiele austesten können. Dann kommt schon bald FIFA 20 raus, da bin ich echt mal gespannt, wie es da weiterläuft. Ja, SBCs, so habe ich eigentlich alles abgeschlossen, aber ich sage, genug geschnackt, Jungs, wir gehen ein paar Packs aufmachen, nachdem wir hier die Verkäufe noch gucken, hier von letzter Woche noch Ronaldo, das ist meine Amazing Elite Rewards, ihr habt es ja mitbekommen, ich habe wieder Elite geschafft, also ich bin gespannt, ob sie diesmal was gönnen. Die letzten Male, wo wir Elite geschafft haben, war es nicht so nice, muss man sagen, von den Belohnung her, aber schauen wir mal. Wir haben hier auch nochmal 17 Packs. Fangen wir mal mit so einem Premium Gold Pack an und dann gucken wir mal, was sie alles noch mir rausgeben, hergeben können. Aus dem ersten Pack, no Walkout. So, Freunde, machen wir dann hinten die Packs auf. Da haben wir nochmal so ein Premium Elektrospieler Set und nochmal ein Prime Elektrospieler Set, das wir danach aufmachen werden. Ein paar Walkouts erwarte ich mir schon. Wie gesagt, das sind eigentlich nur Creme de la Creme Packs hier. Da könnten ein, zwei Walkouts kommen. Auch wenn, selbst wenn nicht, guck mal, diese Spieler sind alle so um die 2000, wer nimmt man gerne mit. So, Freunde, dann möchte ich sagen, machen wir hier mal zwischendurch so ein Premium-Goldspieler-Set auf. Ein bisschen Abwechslung. 25k. No Walkout. Okay. Leider auch keine Leinwand. Leinwände 84er, 85er na, sind momentan nicht schlecht. Die gehen für ein bisschen was. Aber hier sowas, glaube ich, ist auch nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu hier so ein Prime-Elektron-Spieler-Set. Weil für viele ist FIFA schon ein bisschen tot. Die Sasa-Packs gehen immer, finde ich. Und momentan habe ich halt immer noch Bock. Ja. Wären halt die Server ein Ticken besser, ja. Dann wäre es ja optimal. Aber ja,
Da müssen wir halt durch. Hier haben wir einen Nürnberg-Spieler, der, okay, noch 4000 irgendwas wert ist. Nice. So, dann machen wir weiter hier mit so einem Jumbo-Premium-Gold-Spieler-Set. Walkout aus dem Jumbo-Premium-Gold-Spieler-Set. Team of the Season. Ich habe gedacht, die tun jetzt mal die neuen, also von den guten Ligen auch noch hier rein, aber das sind ja immer noch die von der Rest of the World oder Community, ich weiß es nicht ganz genau. Aber mit dem Lopez, ein 91 Rating, sollte so die 50.000 noch wert sein, was nicht schlecht ist, auch so ein Pack. Zwei Team of the Season sogar. Okay, 40.000, okay, 40.000 nehmen wir mit, warum nicht? Das ist, oh, auch so ein Jumbo Premium Goldspieler-Set, nicht schlecht. Und dann gehen wir mal weiter hier mit den Megapacks, Jungs. Bin gespannt, was wir noch ziehen können. Ersten Walkout haben wir schon. Ein paar Walkouts würden mich natürlich noch freuen. Ja, keine Leinwand ist meistens nicht so gut. Trotzdem, wie gesagt, gehen die meisten Spieler für 2000 ungefähr weg. Müssen wir abchecken, Jungs. Ich möchte sagen, machen wir als nächstes das Prime Gold Spieler Set klein auf 6 Gold, 3 selten. Auch hier wieder ein Walkout, was? Walkout Party oder was? Wieder ein Team für diese Karte. Nehme ich alles mit, warum nicht? Frankreich, ah, das ist Mbappé wahrscheinlich. Oh, so ein Bienenwappen, Alter, wie geil sieht das denn aus? Maupai, wahrscheinlich auch, ja, 15.000 wert. Nimmt man alles mit, warum nicht? Ja, verstehe ich nicht, warum die Spieler von den guten Ligen als Team of the Season Karte nicht auch noch reingepackt wurde. Warum denn nicht jetzt gegen Ende? Juckt es kein, ey, wie viel Walkouts ziehen wir denn hier jetzt? Wieder Team of the Season, unser vierter schon. Holy Macaroli. Und das ist dasselbe oder was? Dasselbe von ihm. Egal, nehmen wir trotzdem mit. 15.000 Münzen oder 14.000 Münzen haben wir nicht. Und Ederson haben wir noch. Krass. Nicht schlecht. Die Packs, die gehen gut raus gerade. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch, ja, nur noch die besten Packs. Der besten Packs. 6 Gold, 6 Silber, 12 selten. Aus so einem Pack kommt dann natürlich dann kein Walkout. Aber 15.000 Münzen, würde ich mal sagen. Weil der wird jetzt nicht mega krass sein, wenn ich direkt abstoßen. Ich Persu. Ja, 15.000 Münzen haben oder nicht haben. Sag ich hier. Mal kurz checken. Da ist nichts weg. 13.000 Münzen. Und Gündogan haben wir noch am Start. Sieht auch nicht so schlecht aus. Der sollte auch ein bisschen was wert sein. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten seltenen Elektrospieler-Set. Komm. Jetzt aber vielleicht ein Walkout. Na, ja, wieder kein Walkout. Krass. Normalerweise sind das die guten Packs von mir. Die zahlen eigentlich ganz, ganz gut raus. Okay, hier leider nicht. Kann passieren, meine Freunde. So, 7 Packs haben wir noch. Machen wir. Ja, hier sind ein paar 45k Packs auf. Schauen wir mal. Ein, zwei Walkouts sind auch noch drin, EA, oder? Ein, zwei Walkouts noch. Oder sagt ihr, 4 Team of the Season Karten sind genug für den guten Casey? So, nächstes 45k Pack. Komm, aus dem 45k Pack kann man doch, was ich hier, das ein oder andere Walkout wünschen. Zumindest eine Leinwand, das ist schon mal nicht schlecht. Das, Acerbi, weiß nicht, ob der was wert ist, vielleicht 3.000-4.000. Sind ja jetzt momentan ein bisschen was wert, die ganzen 83er, 84er. So, dann würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Abwechslung, gehen wir nach hinten, seltene Megaset. 30 Gold, 30 seltene, oh, Objekte. No Walkout, krass. Bin ich ein bisschen verwundert, wenn ich ehrlich bin. Jonas sollte auch noch ein bisschen was wert sein. Also, ich werde einige Münzen zurückmachen können. Und, oder zurückholen können. Nehmen wir hier. Nothing special. Ja, wie gesagt, sag mir mal, worauf ihr Bock habt am Wochenende. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht sagen auch viele, ey, das Spiel ist jetzt eh tot. Also, weiß nicht. Ich habe momentan noch einigermaßen Spaß, wenn die Server nicht komplett am Arsch sind. So, 4 Packs haben wir noch. Komm, letztes Prime Gold Spieler Set und dann haben wir noch 350k Packs. Wieder kein Walkout. Also, ich weiß nicht, was soll man da machen? Kannst du nichts machen? Da machst du nichts. Kramaric, glaube ich. Oh, oder Mandzukic, der ist auch nochmal 5.000-6.000 wert. Okay, nice. So, die letzten 350k Packs. Komm, Mann, 2 Walkouts jetzt. 2 Walkouts. Erster Walkout ist da, komm. Was Gutes, was Feines. Headliner, oder wie das heißt. Wer ist das denn? Sarabia? 89er Sarabia? Ja, ist wahrscheinlich auch nichts mehr wert, muss man sagen. Wahrscheinlich 30.000, aber nehmt mal mit. 89er Sarabia. Und noch jemanden, zum Abstoßen wollte ich gerade sagen. Aber der ist ja untauschbar, sehe ich gerade. Okay, dann nehmen wir den einfach mit, warum nicht? So, 2 Packs haben wir noch, Jungs.
Back-to-back Easter ist möglich, das wäre sehr, sehr nice. Back-to-back Workout Easter, also wir haben ultras viele Workouts heute gezogen. Das ist wieder eine Team of the Season Karte. Ja, und ich verstehe wie gesagt nicht, warum die nur so schlechte Spieler jetzt als Team of the Season Karte reingetan. Boah, das ist Mena, Mann. Holy shit. Sieht ultras krass aus, die Karte. 94 Rating auch. Weiß gar nicht, ob es tauschbar ist. Schau mal ganz kurz. Es ist sogar tauschbar. Okay, das gute. Ja, 60.000 würde ich auch sagen. Wert nicht schlecht, Mann. Nehmt man mit. Dann kommen wir auch schon zum allerletzten Pack, Jungs. Letztes 50k-Pack. Also dreimal hintereinander an allen 50k-Packs. Workout wäre zu krass. Ja, wäre auch zu krass. Aber zumindest hier eine Leinwand ist wieder am Start. Ah, Banega, ne? Okay, ich bin eigentlich zufrieden, was wir aus den Packs gezogen haben. Natürlich nichts mega krasses. Aber, ja, bin trotzdem zufrieden. Und dann schreibt mal rein, Jungs. Worauf habt ihr Bock dieses Wochenende? Ich hätte, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen Bock auf Ben Yedda. Oder dieses andere Team hier, das bisschen, was ich umgebaut habe. Schreibt mal rein. Oder soll ich Firmino als Sub spielen? Ihr könnt mir gerne als Strawpolling abstimmen. Oder halt, wie gesagt, auch noch besser unten reinschreiben, worauf Bock habt. Viele sagen natürlich, FIFA ist tot, dies, das. Aber kannst, keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwie noch Bock, die ganzen Spieler zu testen. Also ich will auf jeden Fall nochmal Henri, Cruyff, Modric. Ich weiß, es geht nicht mehr so lange, die Weekend League, aber ich habe noch Bock, die zu testen und Ben Yedda hätte ich auch noch Bock. Also schreibt mal rein, worauf ihr Bock habt, was ihr sehen wollt und dann würde ich sagen, was auf dem heutigen Video, euer Casey ist raus, wir sehen uns die Tage wieder. Ich weiß nicht, ob ich Donnerstag Rewardstream mache, ich sage euch auf jeden Fall dann nochmal Bescheid. Dann sage ich trotzdem, bis dahin, ciao, ciao, ciao.